Nach der vierten Klasse erhalten Schüler die Grundschulempfehlung, also jenes Stück Papier, auf dem Lehrer notieren, auf welcher weiterführenden Schule sie das Kind verorten. Zur Auswahl stehen Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Diese Empfehlung war in vielen Bundesländern bislang völlig unverbindlich. Allerdings stieg in den letzten Jahren der Anteil der Schüler an Gymnasien. Viele Schulen klagen über ein sehr unterschiedliches Leistungsspektrum in den Klassen. Jetzt geben einige Bundesländer der Grundschulempfehlung wieder mehr Gewicht. In Baden-Württemberg müssen sie Eltern bei der Anmeldung in der weiterführenden Schule vorlegen, wobei die Erziehungsberechtigten weiterhin das letzte Wort haben. Ähnliche Pläne verfolgt Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen ist sogar die Rückkehr zu einer verbindlichen Grundschulempfehlung im Gespräch.